Entschädigung? Er trägt mich jetzt, aber das ist dein Latschen. Das ist grafisch blöd, aber mach das einfach nicht normal, das nervt. Ja, ich hab's schon verstanden, aber danach dann. Wow. Das ist so nice. Hier geht ihr laune Schwert. Oh, das sieht doch so schön aus, oder? Es ist definitiv zu warm. Sehr viel zu warm. Ich habe ein Angebot erhalten, Marco, was du nicht abschlagen kannst. Ja. Ich gebe dir 50 von dem Mulugi Geld, wenn du da reingehst. 50? Meinst du, dass du dich ein bisschen überhebst? Ja, Marco, für dich ist mir nicht zu teuer. Dann willst du das ja 55 Mulugi Geld. Ja, leg noch 5 Mulugi Geld drauf. Moin. Robby, gefällt's dir? Ja, ist ein bisschen heiß. Der ganze Geschichte lernt man gar nichts mehr. Was ich ein bisschen eigenartig finde, ist, wenn man durch die Stadt geht, da gibt es einige Gebäude, die sehen total modern aus. Dann gibt es genau das Gegenteil, da gibt es relativ alte Gebäude und trotzdem sind da noch einige Gebäude da drin, so wie ja, aus den 60er und 70ern. Wieso hat man die da hingebaut? Ich hätte mich mit dem Fluss runtertreiben lassen. Wow! Er hat dich gerade noch so gerettet. Ja, gut. Hast du aufgenommen gehört? Ich glaube, ich habe es gerade noch so raufbekommen. Nun befinden wir uns wieder zurück in unserem Hotel beim Essen. Wir haben so eine unglaublich schlechte Moderation von der Kamera entfernt. Es scheint vor allem genug. Aber ein neuer Supermoderator drängt sich ins Bild. Es scheint hier ein Gängemenü zu sein. Wir beginnen hier mit einer Suppe, wie man hier sehen kann. Wo es natürlich das Problem liegt, dass ich keine Erbsen und keine Möhren mag. Ja, dann nehme ich das. Aber möchtest du zwei? Dann lässt deine gleich erst und dann kriegst du meine. Ich habe ja noch gar keine. Ja, du kriegst aber gleich eine. Dann kannst du meine als zweites gerne haben. Ja, und wir sehen hier, also, man versucht es hier alles sehr edel zu machen. Ja, du brauchst nicht mehr so, ich habe den Producer schon bestochen. Ja, du bist gar nicht mehr auf Sendung. Also, der bettelt euch wenigstens fair. Jeder hat hier 20 Sekunden. Ja, ich habe dich mit der Suppe bestochen. Ich bin schon klar im Vorteil. Du kriegst meine Suppe. Ja. Was will Jan dann noch nachziehen? Womit will Jan dich noch bestechen? Er hat, du bist ein schäbiger Moderator. Du verkaufst dir deine Einschaltquoten. Ja. Ich versuche das hier schön darzustellen. Wenn man sich hier umschaut, dieses mediterrane Ambiente hier, versucht man das gerade schön darzustellen, dass dieses Essen, dieser Einklang hier, wenn man diese Suppe hier anschaut. Könntest du dich bitte etwas gewählter ausdrücken? Wir erwarten hier ein Dreigänge-Menü, beginnt mit einer Suppe. Letztlich, wie man hier sieht, schön dekoriert. Entsprechend das Brot dazu.
hier Wasser ist sehr schön kühl, wozu natürlich diese warme, heiße Suppe. Es steht natürlich im Kontrast. Es steht im Kontrast dazu, ja. Es ist ein Kunstwerk, dieses Essen. Das ist ein Stilmittel. Wie ist denn hier zum Beispiel das Wasser in den Leitungen? Entweder lecker oder eiskalt beim Duschen unerträglich, schmerzhaft und böse. Böse. Hallo, ich möchte mich auch zu Wort melden. Ja. Kalt. Ja, hast du selbst ausprobiert? Gloria. Freddy, deine Meinung ist gefragt. Wie ist denn hier zum Beispiel das Wasser? Zum Beispiel nicht so kühl. Es ist ein Problemwasser. Kein Schadwasser, kein Normalwasser, ein Problemwasser. Wie ein Problem wäre. Eins muss man ja sagen, sie sind sehr gütig, indem sie uns nämlich, damit wir keinen Scope, Vitamine überlassen. Ja. Für ein seltenes Exemplar. Ich bin der Einzige hier mit mir. Boah, ich schwitze schon wieder. Ich auch. Von dem Album. Gut, dann Tim, Eindruck? Eindruck Number One. Ja, der iPhone war schwitzig, ne, wie man sieht. Alter Schwede. Es hört gar nicht mehr auf, das ist ein Teufelskreis. Tim läuft die Summe schon in die Arschritze runter, um es auf gut Deutsch zu sagen. Ah. Oh, Marco, was soll das mit dem Licht? Alter, das hat ja auch Schwein geschwitzt, als wir ihn rausgeholt haben. Mutter, guck, Elgar ist auf DSF, Alter. Ja, Marco? Ja, nicht so warm wie hier jetzt. Sag mal moin. Alter, hier, Konkurrent. Das ist voll scheiße, Mann. Juhu! Wacken! Okay. Zieh! Vorbei, du Alter! Ja. Okay, wir hören das einfach. Probier mal. Hast du ein Messer? Nimmst du das? Ja, aber so. Klar. Auf. Ist hässlich. Der wollte ja auch vergessen. Guten Abend, ich begrüße wieder unsere schönen Show, für die wir noch keinen Namen haben. Unser erster Kandidat. Unser erster Kandidat. Matthias. Matthias! Ja. Nenn uns etwas, das sich auf. Riesiger Applaus. Etwas, das sich auf Budapest reimt. Saufen. Ey, hier ist so ein Ego-Shooter-Perspektive mit dem Bier. Du musst auch. Jetzt wurde mir ein Bier weggenommen. Auf frischer Tat ertappt, alle beide. Ja, also, Marco. Keine Ausreden. Er sieht hier so aus. Aha. Marco ist drüber reden. Sieht dir so aus? Hast du diesen jungen Philippinen entführt? Ich habe ihn nicht entführt. Oh, Reck. Oh, Skandal, Vergewaltigung. Aber nicht so grob. Du weißt doch, wie empfindlich diese neumodischen Geräte sind. Ja. Zwei allein. Ja, ist aus. Ich habe eine Vision. In den Spiegel reingehen. Die Kamera guckt. Die bewegt sich gar nicht. Nee, die bewegt sich nicht. Die guckt einfach zu einem hin. Das ist mir geil. Egal, wie. Das ist mir geil. Guck mal, die Kamera. Guck mal rein. Die bewegt sich. Guck mal. Guck mal auf die Linse. Die bewegt sich gar nicht. Guck mal, wie selbst sie ist. Morgen danach ist noch gar nicht mal so schlimm. Gut geschlafen? Klar. Wie sind die Betten? Ja, steinhart, aber nichtsdestotrotz schläft man eigentlich ganz gut drauf. Ja, doch. Ja. Aber es ist warm in der Nacht, ey. Ja, Mann, du musst unbedingt die Decken, die Fütterung von den Decken rausnehmen. Ja, nur mit dem Bettbezug schlafen, ey. Ja.
gewöhnst du dich ohne diesen Bettbezug da einfach